Die anderen Strauße haben mit Richard Strauss sehr viel zu tun, weil Richard Strauss ein ganz großer Bewunderer von Johann Strauss und seiner Musik war. Er ihn sehr gut gekannt hat und ihn auch in seinen Werken, besonders in den Werken über Wiener Musik, Rosenkavalier, Ariadne und andere Stücke von ihm, die sozusagen mit Wien zu tun haben, er sich sehr viel auf Johann Strauss bezieht und auf diese Musik. Also es ist hier ein tiefer Zusammenhang. Natürlich wäre es auch eine Idee gewesen, von Richard Strauss ein Stück in das Programm zu nehmen, aber ich habe keins gefunden, das so kurz war, dass das da hineingepasst hätte. Es hat sich gezeigt, durch jetzt unglaubliche 150 Jahre oder noch mehr, dass diese Musik eine Qualität und eine Substanz hat, die auf der ganzen Welt gesucht wird sozusagen. Es ist unglaublich, dass die Menschen von dieser Musik einfach nicht genug bekommen können. Vielleicht werden die Beatles auch einmal so eine Musik sein, die zwar für den Augenblick komponiert ist, aber offenbar für eine lange Zeit leuchtet. Auch Mozart hat nicht gedacht, dass seine Musik 100 Jahre später gespielt wird oder Haydn oder sonst irgendjemand. Also diese Art von Kunstschaffen, diese Art von Kunstproduktion, die ganz für den Augenblick gemacht ist. Und zwar Strauss ist nur für den Augenblick gemacht. Es war für heute Abend ein Walzer. Und komischerweise hat diese Kunst dann eine Tiefe, eine Qualität, eine Dimension, die sehr weit reicht. Vielleicht deswegen, weil zwischen Augenblick und Ewigkeit eben nicht so wahnsinnig viel Unterschied ist.